heiße Sie herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Und mein Name ist Kathleen Salomo, für die, die mich nicht kennen. Ich arbeite im deutschen Raum als Applikationsspezialist bei Molecular Devices. Das heutige Webinar wird sich mit der neuen Softwareversion von Softmax Pro befassen, also der Version 6, und soll Ihnen einen Einblick geben in die Möglichkeiten der Datenaufnahme und Analyse von Mikrotheaterplatten-Assays. Wie viele von Ihnen wissen, Softmax Pro unterstützt unsere Spectramax Reader-Serie und fungiert hier als gleichzeitiges Steuer- und Auswertemodul. Das heißt, es muss kein Transfer der Daten in eine separate Analyse-Software stattfinden. Sie können aber auch Daten von anderen Geräten in unsere Software importieren. Wie Sie sehen, ist die Software sehr flexibel. Das heißt, Sie können von einfacher bis zur individuellen Datenanalyse gehen. Das heißt, Sie können die Daten, die Sie in Softmax Pro sehen, so hier im Plattenformat, so wie sie sind, exportieren im Kolonnen- oder im Plattenformat. Oder Sie gehen einen Schritt weiter und erstellen Ihr eigenes Analyseprotokoll. Und ein solches Protokoll kann dann aus mehreren gelesenen Platten bestehen, mit denen Sie grafische Auswertungen vornehmen können. Aber auch Rückberechnung von Standardkurven oder auch parallel Line Analysis wäre anwendbar. Was ist das Ziel des heutigen Webinars? Ich möchte Ihnen die neu implementierten Methoden und Verbesserungen vorstellen von Softmax Pro 6, Ihnen eine Einführung in die überarbeitete Architektur-Software geben und mit Ihnen gemeinsam ein einfaches Protokoll aufsetzen. Das heißt, wir gehen von einem einfachen leeren Protokoll, also der Platte, bis hin zu einem kompletten Protokoll, das wir individuell schreiben. Und bevor ich jetzt starte mit der Einführung in die neu implementierten Methoden, möchte ich noch ganz kurz sagen, dass wir am Ende des Webinars Fragen beantworten. Das heißt, auch während des Webinars sind Sie alle gemutet, das heißt, Sie sind alle stumm. Am Ende des Webinars wird es auch so sein. Sollten Sie also Fragen haben, bitte ich Sie, diese in die Question-and-Answer-Box zu schreiben oder in die Chatbox. Die sehen Sie auf der rechten Seite. Und ich werde dann am Ende in diese Fragen reingucken und diese dann für Sie beantworten. Also was ist neu? Damit möchte ich jetzt starten. Wenn wir uns also Softmax Pro 6 anschauen, sehen Sie, dass wir die Oberfläche verbessert haben, sodass sie einfach benutzerfreundlicher wird. Und wir haben diese an die neue Microsoft-Oberfläche angepasst. Wenn Sie also die alte Software sich anschauen, diejenigen von Ihnen, die Softmax Pro 5 kennen, hier ist einfach nochmal ein kleiner Screenshot davon. Wenn wir jetzt uns die Softmax Pro 6-Version dazu im Gegensatz angucken, sehen wir, dass da viele neue Symbole drin sind, dass die Ansicht verbessert wurde. Und dass Sie auch in die Protokollsektion reinzoomen können. Wie Sie jetzt hier unten, rechts unten sehen, haben Sie so eine kleine Leiste. Und je nachdem, wie Sie da den Cursor bewegen, können Sie in eine Protokollsektion reinzoomen oder auch nicht. Das ist neu und gab es so vorher bei Softmax Pro noch nicht. Schauen wir jetzt uns die Protokollstruktur an sich an. Wenn Sie mehrere Protokolle in der Software öffnen, können Sie hier zwischen den Tabs wählen. Das heißt, Sie können mehrere Protokolle gleichzeitig öffnen und können dann ganz leicht über diese Tab-Liste von einem zum anderen springen und könnten zum Beispiel auch Daten von einem zum anderen übertragen. Das Protokollfenster an sich hat sich nicht weiter verändert. Das heißt, es sind natürlich viele neue Symbole dazugekommen oder überarbeitete Symbole. Es gibt auch neue Feature, aber die Struktur an sich ist gleich. Das heißt, Sie können hier immer noch durch das Protokollfenster scrollen. Aber neu ist, um dieses Scrollen zu umgehen im Protokollfenster, dass Sie von einer Sektion des Protokolls zu anderen gehen können, haben wir dieses Navigationsfenster auf der linken Seite eingebaut. Und hier können Sie ganz leicht durchklicken, von einer Sektion zu anderen gelangen. Das möchte ich Ihnen jetzt ganz kurz in Softmax Pro zeigen und wechsle hier zur Software. Jetzt sehen Sie die Softmax Pro 6 Software geöffnet. Sie sehen also, dass Sie hier eine ganz neue Kopfzeile haben. Sie können hier von einem Protokoll, also ich habe hier im Moment mehrere Protokolle nebeneinander geöffnet, kann hier ganz leicht von einem Protokoll zum anderen hin und her klicken.
Wenn ich jetzt in ein Protokoll reingehe, kann ich in dieses Navigationsfenster reingehen, kann die Gruppe 3 anklicken. Die wird dann auch hier aktiv geöffnet. Ich könnte aber auch in den Graphen reingehen. Und Sie sehen, währenddessen ich von einer Sektion zur anderen springe, ich gehe jetzt wieder zurück zur Plattensektion, verändert sich auch oben die Kopfzeile. Das heißt, je nachdem, in welchem Bereich im Protokoll Sie sind, sehen Sie auch immer die entsprechende Kopfzeile dafür. Gehen wir also noch oben hier in diesen Symbolknopf. Öffnen Sie diesen, öffnet sich ein weiteres Fenster und hier können Sie jetzt weitere Funktionen finden, wie das Abspeichern von Daten, das Öffnen von Daten, von Protokollen. Sie können exportieren und auch drucken. Wenn Sie in das Protokoll reinzoomen können, gehen Sie einfach nach rechts unten und verändern hier diese Leiste und damit können Sie in eine Protokollsektion ganz einfach reinzoomen. Und das können Sie dann je nachdem machen, wie die Auflösung Ihres Monitors ist. Gehen wir wieder zurück in die Präsentation. Zum nächsten Punkt. Wir haben natürlich auch die Datenansichten verbessert und haben hier auch Teile hinzugefügt. Zum Beispiel können Sie Ihre Daten jetzt im 3D-Format anschauen. Sie können diesen Graph drehen und dann einfach schauen, wo sind die geringsten und die höchsten Werte. Auch sehr gut ist die Farbabstufung, die Sie jetzt sehen können. Bis dato wurde das ja nur mit einer Grauabstufung gemacht. Jetzt können Sie hier von Blau nach Rot gehen. Das heißt, Blau ist der geringste Wert und Rot ist der höchste Wert. Auch neu ist das Erstellen von Plattenklonen. Das bedeutet, ich kann Replikate von Plattendaten innerhalb der Plattensektion erstellen. Und dazu öffne ich jetzt ein Beispiel. Das heißt, was ich hier gemacht habe, Sie sehen hier eine Platte, mit der ich einen Wellscan gemacht habe. Das heißt, ich habe verschiedene Punkte im Bereich eines Wells abgetastet und möchte jetzt meine Werte, meinen Mittelwert aber nicht unter diesem Kreis sehen. Ich möchte das jetzt in einem anderen Bereich in der Protokollsektion sehen. Das heißt, ich habe einfach eine Kopie neben meiner eigentlichen Platte geöffnet und kann jetzt hier mir ganz leicht die Mittelwerte darstellen. Auch dies werde ich dann später nochmal im Verlauf dieses Webinars zeigen. Auch neu ist, dass Sie eine Vergleichsansicht erstellen können, der sogenannte Comparison View. Dazu können Sie verschiedene Protokollteile in ein leeres Fenster reinziehen, einfach durch Drag and Drop, und können diese dann nebeneinander legen. Das heißt, Sie müssen nicht Ihre Daten untereinander angucken, Sie können diese dann auch nebeneinander anschauen. Wellscan können Sie jetzt auch mit runden Welldefinitionen machen. Bis dato war das immer eckig von Natur aus. Jetzt können Sie in Ihren Platteneinstellungen direkt wählen, ob Sie rechteckige Wells vorliegen haben oder runde Wells. Und dies vereinfacht natürlich, dass Sie den Mittelwert viel besser aus dem runden Teil bilden können. Wenn wir jetzt zum Export und zum Drucken kommen, haben wir vor allen Dingen im Autosave vieles verbessert. Dazu werde ich dann auch noch später eingehen. Das heißt, Sie können jetzt das Autosave direkt an ein Protokoll anhängen, je nachdem, in welchen Folder Sie das dann reinspeichern wollen. Das können Sie direkt an dem Protokoll speichern und sagen, dieses Protokoll, wenn ich da Daten einlese, soll das in einen bestimmten Folder reingehen. Und wenn ich ein anderes Protokoll öffne, sollen die Daten dann in einen ganz anderen Folder automatisch gespeichert werden. Dann haben wir auch noch zusätzlich jetzt das Excel-Format eingefügt. Das heißt, Sie können Ihre Daten direkt in XLS abspeichern und wir haben auch direkt einen PDF-Umwandler in die Software implementiert. Wenn wir jetzt zur Datenanalyse kommen, die Protokolldatenbank besteht ja schon seit langem, wird aber immer wieder aktualisiert. Das heißt, Sie finden viele vorgefertigte Protokolle in der Bibliothek, können diese als Grundlage nehmen, um damit weiterzuarbeiten. Das empfehle ich Ihnen auch und Sie können dann Ihre eigenen Probengruppen noch festlegen. Kommen wir jetzt zur Datenreduktion, zum Formelschreiben. Wenn Sie hier jetzt schauen, haben wir einen Syntax-Helper drin. Das war vorher noch nicht so, das heißt, Sie mussten wissen, wie die Formelstruktur ganz genau ist. Wenn Sie aber jetzt anfangen, in einem Formelfenster Formeln reinzuschreiben, wie jetzt zum Beispiel hier Values und statt
starten, dann wird er automatisch durch die Buchstaben, die Sie da hinschreiben, Ihnen schon Formelvorschläge machen. Und gibt Ihnen zusätzlich noch eine Adressierung, auf welchen Teil des Protokolls es sich dann beziehen soll. Die Template-Option an sich, um die Probengruppen festzulegen, wurde überarbeitet. Und Sie können jetzt neue Funktionen darin finden, so zum Beispiel der Deskriptor. Sie können jetzt einen zweiten Deskriptor hinzufügen. Das heißt zum Beispiel können Sie den Deskriptor Dilution Factor hinzufügen, also einen Verdünnungsfaktor, und können zusätzlich dazu noch eine Konzentration angeben. Dato war immer nur ein Deskriptor möglich. Kommen wir zu den Graphen. In Softmax Pro 6 gibt es 17 Regressionskurven. Dazu neu wäre auch die rechteckige Hyperbel, die wäre hier zu nennen. Und damit können Sie zum Beispiel Michaelis-Menten-Kinetiken auswerten. Parallel-Line-Analysis war ja schon in der alten Version möglich, wurde aber hier auch nochmal verbessert in der Softmax Pro 6 Version. So können Sie zum Beispiel jetzt direkt unter dem Graphen den EC50-Wert sehen. Kommen wir zur Datensicherheit und zur Datensicherung. Wenn es so sein sollte, dass Ihr Computer zum Beispiel abstürzt und Sie hatten gerade Daten geöffnet in Ihrer Softmax Pro Software, werden diese automatisch wiederhergestellt, sobald Sie Ihren Computer wieder starten und die Software wieder starten. Das ist sehr gut und ähnelt auch sehr dem Prinzip von Microsoft Office. Da werden dann auch Dokumente automatisch wiederhergestellt. Und es gibt jetzt die Autosave-Funktion für jedes Protokoll, die ich gerade schon angesprochen hatte. Das heißt, Sie können einem Protokoll eine bestimmte Autosave-Funktion, also einem bestimmten Ordner, am Ende zuordnen. Kommen wir zur Softmax Pro Organisation und den Dateitypen, die Sie in der Software finden. Im Wesentlichen für das Abspeichern von Daten finden Sie die Protokolldatei und die Datendatei. Die Softmax Pro Protokolldatei mit der Endung SPR beschreibt das Plattenlayout, die Reader-Einstellungen, Formeln, Graphen, all das ist da schon in einer Struktur gespeichert, jedoch noch ohne Messdaten. Wenn Sie dem dann Messdaten hinzufügen, wird da aus dem SPR-Datenfile ein SDA, also ein Softmax Pro Datenfile werden. Das gab es ja schon in der alten Software und es ist einfach nur die Nomenklatur, also SPR und SDA, umgeformt worden. Interessieren Sie sich jetzt dafür, in die neue Softmax Pro 6 Software einzusteigen? Softmax Pro 6 ist kompatibel mit älteren Softmax Pro Versionen. Ab Version 4.3, 4.0, je nachdem, ob Sie Protokoll- oder Datenfiles öffnen wollen, also können Sie ohne Probleme alte Protokolle auch wieder in der neuen Version öffnen. Schauen wir uns jetzt weiter die Struktur an. Wenn ich jetzt ein Protokoll öffne, habe ich verschiedene Sektionen da drin. Das können Notizen sein, Plattendaten, Gruppentabellen, Graphen, aber auch Küvetten, je nachdem, ob ich ein Küvettengerät habe. Das heißt, in den Notizen können Sie zum Beispiel Ihre Resultate zusammenfassen, können Ihre Arbeitsanweisung reinschreiben, die Lotnummern oder die Personen, die das Protokoll erstellt haben. Im Bereich der Platte finden Sie die Einstellungen, die Sie am Reader vorgenommen haben, also die Wellenlängen, die eingestellt wurden, ob ein kinetischer Lauf stattgefunden hat. Sie finden dann die einfachen Daten in einem Mikrotiterplattenformat und legen auch da Ihr Template fest, also wo finde ich jetzt Standards und Kontrollen. Und diese werden dann später in Tabellen übertragen, in sogenannte Gruppen. Und die sehen Sie jetzt hier, also Standards, Unknowns bis hin zu Kontrollen. Und diese können Sie dann selbst festlegen und können diese dann auch in eine Graph-Sektion, also einen Graphen, reinbringen. Wenn Sie ein Küvettengerät haben, das ein Küvettenport hat, würden Sie Ihre Einstellung für die Küvettenmessung über die Küvettensektion machen. Schauen wir uns jetzt die Notizseite genauer an. In der Notizseite können Sie Text und Formeln, Text und Bilder reinbringen. Und dann möchte ich mit den Formeln gleich beginnen. Sie können natürlich den Namen der Notizseite ändern.
indem Sie da doppelklicken, können dann Formeln einfügen. Das heißt, Sie können Bezug nehmen auf bestimmte Werte, die Sie im Protokoll finden. Das heißt, Sie möchten zum Beispiel den EC50-Wert aus der Graphsektion in die Notizseite reinbringen. Und das können Sie dann durch eine bestimmte Formel machen. Sie können aber auch Bilder aus bestimmten Protokollbereichen einfügen. So jetzt zum Beispiel hier der Graph. Das könnte aber auch der Plattenbereich sein oder es könnten auch Tabellen sein. Sie können aber auch Bilder hier reinbringen. Das könnte zum Beispiel Ihr Firmenlogo sein, das Sie hier widerspiegeln wollen. Denn wenn Sie dann den Ausdruck machen Ihres Protokolls, würde das dann dort erscheinen. Und Sie können natürlich auch einfach Text reinschreiben. Und genau das möchte ich jetzt in Softmax Pro machen. Also gehen wir wieder in unser Protokoll. Ich möchte jetzt hier ein neues Protokoll öffnen. Und dazu gehe ich in meine Protokolldatenbank. Das heißt, ich gehe jetzt in den Bereich Protokolls, Protokoll Manager. Dann öffnet sich meine Bibliothek. Dort sind alle Protokolle, die schon von Molecular Devices vorab gespeichert sind. Aber ich habe mir hier zusätzlich noch einen Folder kreiert, der nur meine Daten hat. Das können Sie genauso in Ihrer Firma machen. Sie können sich einen bestimmten Ordner kreieren, der nur Ihre Daten drin hat. Oder für bestimmte Gruppen können Sie dann verschiedene Ordner hier anlegen. Das heißt, ich öffne jetzt mein Protokoll. Dann bekomme ich hier eine leere Seite. Und Sie sehen, dass ich schon meine Notizseite vorbereitet habe. Ich vergrößere diese jetzt hier. Möchte jetzt unser Firmenlogo hier hinzufügen. Das heißt, ich würde auf Add Image gehen, klicke das an und damit erscheint das Molecular Devices Logo. Das könnte ich mir jetzt noch größer machen, in die Ecke ziehen. Dann möchte ich mir noch den Standardgraphen später hier anzeigen lassen, den ich hier schon vorbereitet habe. Das heißt, ich klicke wieder in den Bereich der Notizen, gehe auf Add Section Image, klicke dies an. Und dann kann ich auswählen, ich möchte die Standardkurve hier hinzufügen, Add Section Image, ist jetzt noch etwas klein, möchte ich hier noch vergrößern. Und jetzt fehlt mir noch Text, den ich da hinzufügen möchte. Das heißt, ich klicke auch wieder einfach in meine Notizseite rein, schreibe dann Spectramax Paradigm. Das möchte ich dann noch größer machen, da kann ich hier oben in meine Formatierungsfelder gehen. Möchte das größer einstellen, dick dargestellt und möchte Paradigm noch mit einer anderen Farbe hervorheben. Und so habe ich schon meine Notizseite fertig. Ich habe jetzt schon zusätzlich hier noch Formeln eingefügt, meinen Namen hineingeschrieben. Ich kann jetzt hier meine Reagenzien-Lotnummer noch eintragen. Die EC50 wird dann automatisch noch aus dem Graphbereich hierher geschrieben und ich habe das aktuelle Datum und die Zeit hier noch angezeigt. Gehen wir wieder zurück in die Präsentation. Hier nochmal Zusammenfassung, alle Möglichkeiten, die Sie haben in der Notizseite. Wenn wir jetzt in den Bereich der Platte gehen, dort kann ich ja festlegen, welche Instrumente-Settings ich einstelle, also welche Wellenlänge. Dazu klicken Sie das blau umrandete Symbol. Als nächster Schritt möchte ich dann einstellen, wo sind meine Proben zu finden und wo sind meine Leerwerte. Dazu gehe ich in den Template-Editor. Dann gehe ich auf das Summenzeichen und lege fest, wie sollen meine Daten reduziert werden. Das heißt, wenn ich einen Kinetiklauf machen lasse, möchte ich mir nur die Slope anzeigen lassen, den Anstieg. Oder ich möchte bei einem ELISA-Experiment die zweite Wellenlängenwert von der ersten Wellenlänge abziehen. Im Display kann ich mir dann zusätzlich noch anzeigen lassen, die Farbkodierung oder ob ich reduzierte oder Rohdaten sehen möchte. Mit Mask-Wells kann ich bestimmte Wells von der Analyse ausschließen, wenn ich jetzt fehlerhaftes Pipettieren gefunden habe. In der Lupenfunktion, die Sie jetzt schwarz umrandet sehen, kann ich Kinetik oder Spektren, die in der Platte aufgenommen wurden, vergrößern. Und dazu muss ich ganz einfach nur die Wells, die ich mir anschauen möchte, anklicken und drücke dann auf diese Lupenfunktion. Die werden dann nochmal in einem separaten Fenster dargestellt.
Schließlich kann ich mir durch den letzten Knopf noch die 3D-Funktion darstellen lassen. Insgesamt sehen wir, dass ich in der Plattensektion meine Werte dargestellt habe, die Farbkodierung für die jeweiligen Proben. Ich habe in den Settings Informations alle Bezeichnungen für welche Wellenlänge habe ich benutzt, wie wurde geschüttelt, je nachdem, was ich in dem Gerät alles einstellen kann. Ich sehe dann in den Read Informations, welches Gerät wurde benutzt, wann wurde der Lauf gemacht und welcher Mittelwert der Temperatur hat geherrscht. Und in dem unteren Fenster, in den Reduction Settings, sehe ich dann letztendlich, wie sehen meine reduzierten Daten aus, sofern ich mir diese in der Plattensektion anzeigen lasse. Kommen wir zum ersten, den Reader Settings. Klicke ich auf dieses Symbol, geht ein zweites Fenster auf. Und hier können Sie jetzt wählen, welchen Read-Modus wollen Sie anwenden. Das heißt Absorbance, Fluoreszenz, Luminescence, Time-Resolved Fluorescence oder Fluoreszenzpolarisation. Und je nachdem können Sie dann eine Endpunktmessung durchführen, Kinetik, ein Spektrum aufnehmen oder sogar ein Well-Scan aufnehmen, das heißt Abtasten von Wells oder Alpha-Screen, zum Beispiel mit dem Paradigm. Und diese Einstellungen können natürlich von Reader-Modell zu Reader-Modell variieren. Gehen wir wieder in unsere Software und wollen nun unseren Lauf starten und unsere Einstellung vornehmen. Ich zoome hier wieder rein, gehe auf meine Settings im Plattenbereich. Und jetzt, da wir mit dem Paradigm arbeiten, da ich den aktiv eingestellt habe, sehen wir hier die verschiedenen Kartuschen, die ich zur Verfügung habe. Und je nachdem, welche Kartusche ich anklicke, würde ich dann auch einen bestimmten Read-Modus auswählen. Das heißt, der Paradigm ist ein Gerät, in dem ich verschiedene Kartuschen einlegen kann. Und je nachdem, welche Kartuschen vorhanden sind, habe ich dann spezifische Read-Modi zur Auswahl. Ich bleibe also bei Absorbance, möchte eine Endpunktmessung durchführen und gehe dann in meine Unterkategorien, um dann noch weitere Dinge einzustellen, wie zum Beispiel die Wavelength-Settings. Denn ich möchte hier zwei Wellenlängen anwenden, trage die dann hier ein. Meine erste Wellenlänge soll 450 sein, die zweite Wellenlänge soll 540 sein. Sie sehen auch, dass jetzt die Farbkodierung hervortritt. Das heißt, je nachdem, welche Wellenlänge ich hier eingebe, wird auch die Farbe sich hier ändern. Dann muss ich natürlich den Plattentyp festlegen, denn wenn wir in die Plattenformate reinschauen, kann ich hier zwischen verschiedenen Plattenformaten wählen. Ich bleibe bei meiner 96-Wellplatte, könnte diese dann noch über diese Editor-Funktion ändern. Dann wird da sich ein zweites Fenster öffnen und hier unten links könnten Sie den Well-Shape dann festlegen. Also ein eckiges Well oder es ist ein rundes Well. In der Read-Area lege ich dann fest, soll die ganze Platte oder nur ein Teil der Platte gemessen werden. Ich möchte die ganze Platte messen. Dann kommen wir zum Pass-Check. Pass-Check ist eine absorbenspezifische Methode. Das heißt, hier wird eine Weglenkkorrektur durchgeführt, um variierte Füllhöhen in der Mikrorotheta-Platte auszugleichen und diesen dann auf einen 1 cm Küvettenwert zu korrigieren. Sollte ich jetzt nicht wissen, was das bedeutet, und das ist sehr hilfreich in diesem Settings-Fenster, kann ich ja einfach auf diese More Information klicken. Wenn ich jetzt hier draufklicke, komme ich automatisch zum Hilfemenü und automatisch auch zu dem Punkt, der jetzt relevant ist für die Pass-Check-Options. Schließe ich das wieder und das finden Sie auch in allen anderen Bereichen. Gehe ich also auf Shake, sehen Sie wieder diesen More Information-Button und können jetzt hier in dem Bereich auswählen, möchte ich die Platte noch mixen, bevor ich messe. Und beim Kinetiklauf wäre das dann natürlich so, dass Sie auch zwischen jeder Messung noch mischen könnten. More Settings, das wäre dann spezifisch für jedes Gerät, finden Sie dann hier noch andere Anwendungsmöglichkeiten. Also klicke ich jetzt wieder OK. Haben wir alles eingestellt, dann würde ich beim Gerät Read drücken und würde dann das Protokoll mit Daten füllen, so wie Sie es jetzt hier sehen. Gehen wir wieder zurück an meine Präsentation. Nun wollen wir, da wir die Daten generiert haben, das Template festlegen. Das heißt, ich möchte meine Leerwerte festlegen, ich möchte meine Proben festlegen. Dazu finden Sie im Template Editor verschiedene Gruppen. Es gibt in den Protokollen, die von uns vorgefertigt sind, schon
vorgefertigte Gruppen. Diese können Sie aber auch selbst noch modifizieren oder andere hinzufügen. Dann können Sie auf der Platte Ihre Proben festlegen über den Menüpunkt Assign. Das heißt, Sie klicken einen Probennamen an, der wird dann aktiv in dem unteren Bereich und die angeklickten Wells werden dann über Assign dieser Gruppe zugeordnet. Und Sie können dann hier bestimmte Probendeskriptoren einfügen, Konzentration, Verdünnung, Barcodes, wenn Sie möchten. Und schließlich können Sie die Blanks noch festlegen, also Ihre Leerwerte. Und da unterscheidet Softmax Pro zwischen einem Plattenblank und einem Gruppenblank. Der Plattenblank würde von allen Gruppen, die Sie auf der Platte vorliegen haben, abgezogen. Ein gruppenspezifischer Blank wird dagegen nur von der jeweiligen Gruppe, die Sie ihr zugeordnet haben, abgezogen. Gehen wir weiter. Ihre Gruppen können Sie natürlich auch individuell festlegen. Das heißt, Sie können die Standards festlegen, Unknowns. Und wenn ich jetzt auf die Edit-Funktion klicke, öffnet sich ein weiteres Fenster. Hier können Sie jetzt den Namen festlegen mit der Farbe. Sie können die Tabellenstruktur festlegen. Wir haben hier schon drei Auswahlmöglichkeiten. Und Sie können den Deskriptor festlegen. Das heißt, in der neuen Software-Version, also Softmax Pro 6, können Sie jetzt auch einen zweiten Deskriptor hinzufügen. Kann der Verdünnungsfaktor sein. Sie können Ihre Einheiten bezeichnen und Sie können auch die Konzentration zum Beispiel hinzufügen. Nun, wenn Sie Ihre Probengruppen festgelegt haben, möchten Sie möglicherweise Serien erstellen. Das heißt, Sie haben eine bestimmte Verdünnungsreihe erstellt oder die Proben folgen einem bestimmten Muster, in dem sie aufgetragen wurden. Dazu können Sie die Serienfunktion verwenden. Hier sehen Sie jetzt, in welche Richtung die Replikate vorgenommen wurden. Dann geben Sie auf bei X- und Y-Achse, in welche Richtung die Replikate sind. Und im unteren Bereich spezifizieren Sie, mit welchem Startnamen die Probe beginnen soll und auch welcher Verdünnungsreihe diese, zum Beispiel die Konzentration hier folgen soll. Das heißt, Sie geben einen bestimmten Startwert ein und haben dann die Möglichkeit, geteilt durch mal zu drücken. Und das wird dann automatisch alles generiert. Gehen wir also in Softmax Pro und legen das für unseren Datenfall fest. Ich gehe also in den Template-Editor, öffne diesen, möchte jetzt meine vorgefertigten Gruppen schon dafür nutzen. Das heißt, ich editiere diese jetzt nicht nochmal. Lege fest, in welchem Bereich zum Beispiel meine Standards sind. Klicke auf Standards. Damit wird das aktiv. Und jetzt sage ich Assign. Und jetzt sehen wir, dass erstmal alle Proben mit 01 bezeichnet wurden, also alle Standard mit 01. Das heißt, die Software denkt noch, dass wir überall das Gleiche drin haben. Ich markiere es wieder und sage, ich habe in diesem Bereich eine Serie. Die Serie geht von links nach rechts. Die Replikate gehen in Y-Richtung, also vier Replikate. Die Software erkennt das schon automatisch. Mein Startwert bleibt 01 und die Konzentration, Startwert soll 1000 sein und ich möchte immer wieder durch 3 teilen. Ich klicke jetzt OK. Um jetzt zu überprüfen, ob es richtig dazugeordnet wurde, klicke ich auf Deskriptor und sehe jetzt, dass meine Zahlenwerte hier eingeschrieben wurden. Habe ich jetzt einen Wert, der aus der Reihe fällt, der nicht diesem Schema folgt, kann ich wiederum eine Reihe anklicken und kann jetzt einfach hier unten diesen abändern und manuell noch eintragen und Assign. Und damit ändert automatisch sich der Wert. Jetzt will ich das Gleiche noch für die Proben machen. Lege ich fest, klicke auf Proben Unknown. Damit werden diese aktiv. Ich sage Assign. Ich lege noch meine Serie fest. Auch hier habe ich Replikate. Und hier werde ich abgefragt, ob ich sie verdünnt habe. Und ich sage ja, ich habe sie verdünnt, zehnfach. Und weil jede Probe gleich ist, teile ich einfach durch 1, weil dann bleibt der Wert konstant. Sage okay und wenn ich jetzt auf Deskriptor gehe, sehe ich auch, dass die 10 überall drin steht. Das heißt, jede Probe wurde zehnfach verdünnt und wird dann auch später wieder zurückgerechnet. Dann muss ich noch einen Blank zuordnen und das mache ich über die Blank-Funktion. Und so steht jetzt mein Plattenblank hier drin.
Möchte ich einen Gruppenblank zufügen, muss ich die Aktivgruppe markieren und damit wird dann auch dieser der aktiven Gruppe zugeordnete Gruppenblank in das spezifische Well eingetragen. Ich sage jetzt okay. Damit färbt sich jetzt meine Platte hier ein. Und so haben wir jetzt unsere Probengruppen festgelegt. Jetzt kann ich auch noch das Template, wenn ich es jetzt einmal vorgefertigt habe, wieder exportieren und wieder importieren. In der Headerleiste habe ich da eine bestimmte Tools dafür, Werkzeuge. Das heißt, ich kann das kopieren und wieder einfügen oder ich kann es auch als Textfile importieren und exportieren. Wenn wir jetzt in die Software reinschauen, finde ich diese Leiste hier oben und könnte jetzt zum Beispiel auf Export klicken. Und damit könnte ich mein Template einfach exportieren und abspeichern. Nun, da ich meine Daten generiert habe, möchte ich meine Proben reduzieren. Das heißt, ich habe jetzt mit zwei Wellenlängen gearbeitet und möchte dann später die eine von der anderen Wellenlänge abziehen. Hier sehen wir jetzt nochmal ein Datenreduktionsmenü für einen kinetischen Lauf. Das heißt, ich kann hier anklicken, möchte ich den Blade Blank verwenden oder nicht. Möchte ich, dass der erste Punkt durch 0 geht? Möchte ich die OD oder die Transmission anzeigen lassen? Mögliche Leckphasen oder Endphasen? Dann kann ich in den Wellenlängenoptionen spezifizieren, ob Wellenlänge 1 von Wellenlänge 2 abgezogen werden soll. Und Wellenlänge 1 wird immer mit LM1 spezifiziert und Wellenlänge 2 mit LM2. Und diese Einstellungen ändern sich natürlich je nach Gerät und Read-Modi. Und werden vor allen Dingen auf alle Wells auf der Platte angewandt. Wenn ich mir jetzt die kinetischen Reduktionen noch anschaue, kann ich hier zum Beispiel aus Vmax, Slope, der Zeit bis zum Maximum und vielen weiteren Funktionen wählen. Gehen wir also wieder in die Software. Ich gehe jetzt auf Reduktion. Und hier sehen wir, dass wir schon ein sehr kurzes Fenster haben. Warum? Weil ich weniger Optionen habe, dadurch, dass ich nur einen Endpunktlauf gemacht habe. Ich möchte den Plattenblank benutzen, möchte mir die OD darstellen lassen und jetzt möchte ich in den Wellenlängenoptionen die mir schon vorgeschlagene Option nehmen, LM1 minus LM2. Um mir die reduzierte Wellenlänge nun darstellen zu lassen, muss ich in meine Display-Option reingehen. Und frage jetzt ab, zeig mir meine Rotdaten mit meiner reduzierten Zahl. Ich klicke auf OK und schon sehen wir, dass hier mehrere Zahlen drinstehen. Das heißt, die erste Zahl bezieht sich auf die Wellenlänge 1, dann die zweite Zahl Wellenlänge 2 und die dick markierte ist dann die reduzierte Zahl. Gehe ich wieder in meine Display-Option rein, könnte ich jetzt genauso gut nur mir die reduzierten Zahlen anschauen, habe dann hier mehrere Optionen, nur die Zahl, Grauskala oder Color Map und ich wähle jetzt einfach mal die Color Map aus. Und schon sehen wir, dass es farblich eingefärbt wird, wo ich meine geringsten und meine höchsten Werte habe. Das setze ich jetzt wieder zurück. Also um nochmal die Display-Optionen zusammenzufassen, hier können Sie auswählen, sollen meine Rohdaten oder meine reduzierten Daten oder beides gemeinsam dargestellt werden. Und ob Sie zum Beispiel so eine Color Map sich darstellen lassen wollen. Das Maskieren von Wells, das hatte ich ja schon anfänglich erwähnt. Sie können einfach Wells ausschließen von Ihrer Analyse. Über die Zoom-Funktion können Sie in Kinetic- oder Wavelength-Scans reinzoomen. Oder über die 3D-Repräsentation können Sie hier sich einen 3D-Graphen anzeigen lassen. Und wenn ich das jetzt hier mache, kann ich zum Beispiel zwei Wells mir auswählen, kann diese maskieren. Das heißt, die werden jetzt so schraffiert, ausgeschlossen und ich kann jetzt zum Beispiel mir hier den 3D-Graphen anzeigen lassen und hier einfach drehen und von oben nach unten schwenken. Des Weiteren kann ich jetzt meine Platte hier klonieren. Das heißt, ich kann verschiedene Reduktionsvarianten anwenden. Um dies zu tun, muss die Plattensektion aktiv sein. Ich gehe dann in den oberen Menübereich, klicke auf Clone Plate und jetzt würden schon zwei Klone hier angezeigt werden.
Und jetzt könnte ich zum Beispiel hier in diesem Bereich die Display-Option reduziert mit Color Map wählen und könnte dann ganz einfach zwischen einem und dem zweiten springen. Könnte hier andere Gruppen nochmal festlegen, das heißt die Gruppen die gleichen Werte nochmal anders auswerten. Und das wäre sehr praktisch, zum Beispiel bei Kinetikläufen, wenn die mit verschiedenen Wellenlängen gleichzeitig durchgeführt werden. Das heißt, um das nochmal zusammenzufassen, die Plattenklone können mit multiplen Templates arbeiten. Das heißt, jeder Plattenklon kann ein anderes Template haben und auch verschiedene Reduktionsvarianten. Und das vereinfacht einfach die ganze Protokollstruktur und ich muss nicht immer zwischen den Reduktionsvarianten hin und her springen. Schauen wir uns jetzt die Gruppen an, denn da wir die Templates festgelegt haben, wurden unsere Gruppenwerte in bestimmte Tabellen reingeschrieben. In diesen Tabellen finde ich dann zum Beispiel die Konzentration, die ich schon vorab eingegeben hatte, und die dazugehörigen Werte und die Mittelwerte. Was kann ich jetzt machen in dem Gruppenbereich? Das heißt, ich kann selbst Kolonnen hinzufügen. Ich kann aber auch Kolonnen wieder deletieren. Ich kann zusammenfassende Formeln unter der Tabelle darstellen lassen. Hier könnte ich zum Beispiel eine Abfrage machen. Ich möchte den höchsten Wert aus den Mittelwerten mir unten darstellen lassen. Und das ist immer ein einziger Wert, der dann dargestellt wird. Und zum Beispiel den höchsten Wert noch mit dazu. Um mir die Formeln auch anzeigen zu lassen aktiv, kann ich den letzten Knopf oder das letzte Symbol hier drücken. Show Hide kann sehr praktisch sein, wenn Sie sehr viele Kolonnen in Ihrer Ansicht haben. Das heißt, Sie brauchen viele Kolonnen für Zwischenberechnungen. Dann können Sie diese einfach ausschließen über diesen Show Hide-Button und verkürzen damit Ihre Tabellenansicht. Gehen wir dann noch mehr in die Details. Das heißt, wenn wir uns die Kolonnen angucken, Sie können diese auch, Sie können welche dazufügen, das hatte ich schon gesagt, Sie können sie auch vergrößern, Sie können die Kolonnen an eine andere Stelle rücken, indem Sie Drag and Drop machen. Sie können zusammenfassende Formeln unten drunter anzeigen lassen, aber solche Summary Formulas sind immer nur ein einzelner Wert. Das heißt, ich kann eine Abfrage machen für eine ganze Kolonne und will mir dann davon einen bestimmten Maximal- oder einen bestimmten Minimalwert als Beispiel darstellen lassen. Wenn ich nun also solche Formeln schreibe, wie ich es gerade angesprochen habe, für diese Summary Formulas, wird es sich so ein Fenster öffnen, der Formel-Editor. Und neu ist hier dazu gekommen, dass ich den Syntax-Helper anschalten kann. Und währenddessen ich schreibe, wird er schon Formelvorschläge machen. Check Syntax. Würde das Programm überprüfen, ob die Syntax, die ich geschrieben habe, richtig ist. Und ich kann dann zusätzlich noch auswählen, wie viele Dezimalstellen ich zum Beispiel anzeigen lassen möchte. Was können also solche Formelvarianten sein? Ich kann meine Daten auf unterschiedliche Art und Weise reduzieren, vergleichen oder mir bestimmte Daten aus dem Plattenbereich darstellen lassen. Wenn ich zum Beispiel Daten reduziere, zum Beispiel Mittelwert, kann ich hier bilden, mir eine Standard Abweichung darstellen lassen, Maximumwert, konditionale Werte. Im nächsten Punkt wäre dann solche Formeln wie, wenn das eintritt, dann sollst du hinschreiben, das Resultat ist richtig oder das Resultat wäre falsch. Ich habe jetzt hier unten zwei Beispiele. Das heißt, wir haben hier einmal die Kolonne Result und daraus möchte ich mir jetzt einen Mittelwert bilden lassen, das Mean Result. Um dahin zu kommen, muss ich also den Befehl schreiben Average und schreibe dann in Klammern meine Kolonne. Das heißt, ich beziehe mich auf die Kolonne Result. Und dann würde der entsprechende Mittelwert in der nächsten Kolonne dargestellt. Wenn ich solche konditionalen Formeln anwende, wie es jetzt im zweiten Punkt beschrieben ist, durch diese If-Formeln zum Beispiel, kann ich mir dann darstellen lassen, ob ein bestimmtes Ergebnis in einem bestimmten Bereich liegt. Und hier haben wir das zum Beispiel dadurch gekennzeichnet, dass es nicht gepasst hat durch Fail. Jetzt gehe ich wieder in meine Software. Und dann schauen wir uns die Standards an. Das heißt, hier wurden unsere Werte eingetragen, die Konzentration, die ich schon vorab angegeben hatte, meine Replikate sind drin und die entsprechenden Werte und der Mittelwert. Was ich jetzt aber nicht sehen möchte, ist die ganzen Replikatwerte
Und das kann ich ganz einfach verstecken, indem ich hier oben auf die Funktion gehe Hide Replicates. Damit wird meine Tabelle sofort viel kleiner. Das heißt, alle Kolonnen, die mit den Replikaten zu tun haben, verschwinden sofort und es wird einfach viel übersichtlicher für mich. Was ich jetzt abfragen möchte, ist der Maximalwert und der kleinste Wert aus der Kolonne MinOD. Ich vergrößere das auch hier dazu. Das heißt, ich möchte jetzt MinOD abfragen, was ist der größte Wert. Hier unten ist schon der größte Wert hingeschrieben. Jetzt möchte ich aber das Gleiche für den kleinsten Wert machen. Also ich gehe jetzt in New Summary, klicke hier drauf. Mein Formel-Editor öffnet sich. Diese Formel soll genannt werden Min Standard. Das ist der smallest, also der kleinste Value. Und die entsprechende Formel dazu wäre wie folgt. Ich gebe Min an und wir sehen, dass jetzt der Syntax-Helper mir schon automatisch einen Vorschlag macht, welche Formel das sein könnte. Ich klicke an Min, mache schon automatisch Klammern drum. Ich möchte aber keine weitere Formel da einfügen, sondern möchte sagen, ich beziehe mich auf die Kolonne MinOD und auch jetzt zeigt er mir schon die mögliche Adressierung. Das heißt, es ist mein MinOD in der Gruppe Standards im Bereich Experiment. Das ist also richtig. Ich checke die Syntax, ist okay. Und schon ist der Wert, erscheint er hier. Also 0,0707 ist auch der kleinste Wert, der in der Kolonne hier dargestellt wurde. Diese eingetragenen Werte der Konzentration und der Mittelwert der OD, diese wurden in den Standardgraphen überführt, den wir jetzt hier sehen. Und anhand dessen wurde eine Rückberechnung gemacht, was die Konzentration meiner Proben ist. Die Proben wären dann die Unknowns. Wenn ich hier hineingehe, auch hier habe ich wieder sehr viele Replikate, die möchte ich nicht anzeigen. Das heißt, ich sage Hide Replicates. Schon wird meine Tabelle wieder kürzer. Und in der Spalte Konzentration wurde ganz einfach die Konzentration über den OD-Wert, den Mittelwert von der Standardkurve zurückgerechnet. Wenn wir jetzt hier Doppelklick draufgehen, sehen wir, dass die Formel dafür InterPX heißt. Und dann schreibe ich in Klammern zuerst, auf welchen Graphen beziehe ich mich. Das ist der Graph Standardplot im Bereich Standardgraph. Und die dazugehörigen Y-Werte, die ich abfragen möchte für die X-Werte, also die Konzentration, finde ich in der Kolonne Mean Value. Nun möchte ich als nächstes abfragen, befinden sich auch die OD-Werte, die ich hier erhalten habe, im Bereich meiner Standardkurve? Und die hatten wir ja gerade in den Standardbereich einen Max-Standard herausgefunden und den Min-Standard, also den kleinsten und den größten Wert. Und da möchte ich jetzt hier einfach eine zusätzliche Spalte einfügen. Und das soll heißen, mein Resultat. Und jetzt gebe ich die Formel ein if. Wenn mein Mean Value größer gleich Min Standard ist, end, wenn der Mean Value gleich kleiner gleich dem Max Standard ist, das waren die Werte, die ich mir jetzt einfach aus dem Bereich der Standards ziehe, dann schreibe mir hin, wenn das passiert, wenn das also richtig ist, wenn die Werte in dem Bereich liegen, das ist okay. Und wenn es nicht so ist, schreibe ich einfach erneut testen und immer Gänsefüßchen darum um den Text. Jetzt frage ich ab, ob die Syntax stimmt. Ich sage okay. Und wir sehen, dass alle meine Resultate okay sind. Also alle liegen im Bereich der Standardkurve. Gehen wir also nun zum Graphen. Was kann ich mir im Graphen anzeigen lassen? Ich kann immer zwei Kolonnen mir aussuchen und diese dann aus den Tabellen und da drin plotten. Ich habe 17 verschiedene Regressionskurven. Und ich kann auch verschiedene Kurven nebeneinander darstellen.
Und diese Graphen können dann auch als JPEG-Files zum Beispiel exportiert werden und in PowerPoint dargestellt werden. Die Legenden können Sie dann selbst noch anpassen. Hier steht noch X- und Y-Achse. Das können wir dann noch selbst anpassen. Wenn wir uns die Menüführung im Graphbereich anschauen, wäre das erste Symbol dafür da, um einen bestimmten Graphen hinzuzufügen, die Farbe festzulegen und die Symbole. Und im nächsten Symbol kann ich dann optimieren, wie meine X- und Y-Achse beschriftet werden soll und wie die Graphüberschrift aussehen soll. Dann kann ich im Curvefit aussuchen, welche der Regressionskurven möchte ich verwenden. Und wenn ich natürlich weitergehe in die Statistik, würde ich dann über dieses Symbol PLA festlegen, Parallel Line Analysis, bestimmte Gewichtungen, meine Confidence Intervals, all das kann ich dann hier machen. Und über diese Export-Graph-Funktion, die wir jetzt hier sehen, kann ich in der Header-Leiste ganz einfach eine Bilddatei exportieren. Gehen wir jetzt also in den Standard-Graph hier rein und gucken uns an, welcher Plot hier schon dazugefügt wurde. Möchte ich also noch eine weitere Kurve hinzufügen, gehe ich ganz einfach auf Add. Dann erscheint ein neuer Name hier. Den kann ich für mich spezifisch anpassen. Kann dann auswählen, aus welcher Tabelle möchte ich X- und Y-Werte entnehmen. Das heißt, möchte ich hier aus Unknowns oder aus Standards Werte entnehmen. Das kann jetzt zum Beispiel, ich bleibe jetzt einfach bei Standards. Das heißt, ich möchte auf der X-Achse die Konzentration darstellen. Sehe also alle Kolonnen, die ich verfügbar habe in der Tabelle. Kann dann hier meine Mean-Werte anzeigen lassen auf der Y-Achse und kann dem dann auch die Standardabweichung hinzufügen. Wenn wir in das nächste Symbol hineingehen, kann ich hier meine X-Achsenbeschriftung verändern. Meine X-Achse war in diesem Fall die Konzentration und meine Y-Achse war die OD. Das könnte ich jetzt noch besser hier festlegen. Ich könnte jetzt hier über Font Styles, also wie groß soll der Text sein, das kann ich hier noch festlegen, anpassen. Und kann dann auch noch die Skalierung entscheiden, linear oder logarithmisch. Oder ob zum Beispiel die Punkte miteinander verbunden werden sollen, ohne dass ich einen Graph anwende. Ich sage dann okay. Jetzt erscheinen meine Werte, die ich gerade eingetragen habe. OD, Konzentration und Standard ist hier als Überschrift eingetragen. Um jetzt die Regressionskurve zu ändern, würde ich jetzt quasi von 4 Parameter auf eine andere Kurve wechseln. Da aber 4 Parameter optimal ist, bleiben wir auch da. Und hier in dem Bereich Statistik, Curvefit Settings, könnte ich dann weiterarbeiten mit PLA. Und darauf möchte ich noch in der Präsentation eingehen. Das heißt, die Slides, die ich jetzt im Folgenden zeige, also die Folien, möchte ich nur einen ganz kurzen Überblick geben über die Statistikfunktion, möchte sie aber nicht im Detail besprechen. Es gibt dazu auch noch extra Webinare. Wenn Sie also Fragen dazu haben, was jetzt die Statistikfunktion angeht, würde ich das gerne heute nicht diskutieren. Sie können mir dazu gerne eine E-Mail schreiben und ich werde meine E-Mail-Adresse am Ende nochmal zeigen. Das heißt, im Bereich unter dem Graphen sehe ich, wie ich es schon angesprochen hatte, meine EC50. Ich kann meine Independence darstellen lassen. Wir sehen, dass wir hier Balken angezeigt bekommen. Und diese Balken zeigen ganz einfach an, ob die Kurve, die ich ausgewählt habe, also diese Regressionskurve, für dieses bestimmte Datenset auch wirklich Sinn macht. Und je mehr Balken hier angezeigt werden, desto besser passt auch die Kurve, die ich ausgewählt habe. Dann wird das Confidence-Intervall angezeigt, der Standard-Error. Die Estimated Relative Potency. Und es wird natürlich für jeden Parameter, der jetzt zum Beispiel zu dieser 4-Parameter-Kurve dazugehört, also A, B, C, D, wird dann auch der entsprechende Wert hier unten nochmal dargestellt. Gehen wir jetzt in die Curve-Settings rein, das hatte ich ganz kurz schon geöffnet, sehen wir die Tabs Curve-Fit, Gewichtung und Statistik. Schauen wir uns diese jetzt kurz im Einzelnen an. Im Curvefit kann ich festlegen, möchte ich Parallel Analysis machen oder nicht. Ich kann
kann dann manuell die Parameter noch festsetzen, zum Beispiel für die 4-Parameter-Kurve den A- und den D-Wert festlegen und festsetzen und nicht von der Software berechnen lassen. Dann kann ich Gewichtungen vornehmen, kann dazu meine Kurve auswählen, die Gewichtung anpassen, aber auch Gewichtungen für unterschiedliche Kurven anlegen. Und im Bereich Statistik kann ich dann mein Konfidenzintervall anlegen und da kann ich aus 4 verschiedenen Methoden wählen. Das wäre zum Beispiel die F-Distribution, die G-Squared-Distribution oder T-Distribution oder die asymptotische Annäherung. Dann möchte ich wieder zurückgehen zur Software und zwar zur Übersichtsanzeige, zur Vergleichsansicht. Das hatte ich ganz am Anfang schon mal angesprochen. Weg von der Statistik also jetzt. Gehen wir wieder in die Software rein. Hier kann ich solche Vergleichsansichten machen und ich nehme jetzt einfach mein Beispiel, gehe in die Vergleichsansicht. Das heißt, ich kann jetzt zwischen Dokumentstruktur und Comparison View hin und her wechseln. Wenn ich das Comparison View anklicke, wird ein leeres Fenster geöffnet und das mache ich jetzt ganz einfach. Ich ziehe einfach die Sektionen, die mich interessieren, hier rein und kann die jetzt einfach nebeneinander legen und mir anschauen. Und kann das dann kleiner und größer machen, je nachdem, wie ich das benötige. Gehen wir also wieder in die Dokumentestruktur zurück. Auch zu bemerken ist, dass ich jetzt, da das Protokoll mit Daten gefüllt ist, auch diese leere Standardgraph im Bereich der Notizen geändert habe und jetzt auch meine IC50 hier angezeigt wird. Kommen wir noch zum Schluss zum Datenexport. Wenn Sie also die Leiste über den Knopf, über das Symbol rechts links oben öffnen, kommen Sie in die verschiedenen Funktionen wie Autosave, Druckfunktion und Exportfunktion. Wenn Sie die Autosave-Funktion jetzt öffnen, sehen Sie, dass Sie das für ein bestimmtes Protokoll festlegen können. Das heißt, diese Autosave-Funktion ist immer dem Protokoll zugeordnet, das Sie gerade geöffnet haben. Und Sie können dann festlegen, was der Dialog sein soll, also in dem Dialog festlegen, wie der Name sein soll von den Daten. Sie können an verschiedenen Orten speichern. Das heißt, Sie können ja auch schon verschiedene vorausgewählte Ordner einstellen. Sie können aus 6 verschiedenen Datenformaten wählen, das heißt, es gehört zu der ganz normale SDA-Datenfile, XML, Textfile oder Excel-File und diese dann wiederum im Platten- oder im Listenformat. Und zur Datensicherheit, wie ich es schon anfangs gesagt hatte, unser Programm ähnelt etwa Microsoft Office, das heißt, wenn der Computer mal crashen sollte, dann, wenn ich das Programm das nächste Mal wieder starte, werden automatisch die zuletzt gesehenen Daten wieder geöffnet. Zum Export und zum Drucken, wenn ich das Export-Menü öffne, kann ich jetzt aus meinen einzelnen Sektionen wählen, was möchte ich denn eigentlich exportieren, möchte ich alles exportieren oder nur einzelne Sektionen und dann wie möchte ich meine Daten exportieren, nur die Rohdaten, die reduzierten Daten oder beide und wiederum die 6 verschiedenen Formate. Kommen wir zum Drucken. Sie können schon im Protokoll selbst über diesen kleinen Knopf, diesen Drucker, festlegen, ob bestimmte Bereiche aus dem Protokoll nicht gedruckt werden sollen. Dann können Sie diese auswählen, den Knopf drücken und schon wird das Zeichen festgelegt. Und des Weiteren können Sie dann über die Druckoptionen noch wählen, ob zum Beispiel Bilder hinzugefügt werden sollen. Und das möchte ich Ihnen jetzt ganz kurz noch zeigen. Gehen wir also zum Beispiel in die Druckfunktion hinein, Print Options. Können Sie jetzt zum Beispiel Header und Kopfzeilen und Fußzeilen festlegen. Hier habe ich jetzt schon mal reingeschrieben R&D Group und habe das Bild dazugeladen, unser Firmenlogo Molecular Devices. Und mit diesen Einstellungen würde ich dann zum Beispiel so einen Report, wie ich ihn jetzt in PDF-Format abgespeichert habe, erhalten.
Genauso gut kann ich aber meine Daten in Excel exportieren, wie ich es schon in der Präsentation gezeigt habe. Wenn ich sie also im Plattenformat mit den reduzierten und Rohdaten abspeichere, würde das genauso aussehen. Ich schließe das wieder und eine neue Funktion, die noch mit hinzugekommen ist, dass ich jetzt direkt hier als PDF abspeichern kann. Was ist noch zu Softmax Pro zu sagen? Das heißt, unser System Softmax Pro an sich ist sehr integrationsfreundlich. Das heißt, Sie können es leicht in eine Robotikanlage integrieren, auch in ein Linz-System hängen. Und zusätzlich bieten wir natürlich, wie schon vorher, Tools an für IQ, OQ, Validation Testplates, sofern Sie diese brauchen. Diese Protokolle sind schon in der Bibliothek, der Protokollbibliothek enthalten und auch Software-Validierungspakete. Diese Protokolle aus der Datenbank, wie ich schon gesagt habe, es gibt 140 Protokolle. Ganz neu ist, dass Sie jetzt auch Ihre Protokolle online bei uns darstellen können und austauschen können mit anderen Nutzern. Hier ist jetzt einfach eine Kopie der Website dargestellt und es gibt auch einen kleinen Wettbewerb. Und da gab es jetzt auch einen Gewinner und ich gehe mal kurz auf diese Datenbank. Das heißt, wenn Sie hier auf diese Website gehen, softmaxpro.org, dann sehen Sie hier verschiedene Protokolle, die Anwender hier bereitgestellt haben, um sie mit Ihnen zu teilen. Und erst kürzlich, also jedes Quartal, gibt es einen Gewinner für den, der das beste Protokoll online gestellt hat. Und beim diesen Mal war es Alan Stafford aus USA. Und somit sind wir am Ende unserer Präsentation. Das heißt, wir sind von einer einfachen Plattensektion bis hin zu einem individuellen Protokoll gekommen. Und ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, wie man so ein individuelles Protokoll erstellt, Ihnen zumindest Anregungen geben. Und damit bin ich eigentlich fast am Ende meiner Präsentation. Sollten Sie Interesse daran haben, auch andere aufgezeichnete Webinare sich anzuschauen. Es gibt zum Beispiel noch zwei Webinare, das Webinar 2 zum Formelschreiben, ist allerdings in Englisch, und das Webinar 3 wäre spezifisch für die statistischen Analysemodule, die es in der Software gibt, die ich heute nicht besprechen konnte. Und damit stehe ich Ihnen jetzt für Ihre Fragen zur Verfügung und werde jetzt in die Chatbox reingucken. Das heißt, es gibt hier eine Frage, wie man im Formel-Editor Konzentrationen berechnen kann aus Standards und ODs. Das bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich das richtig verstehe. Also Sie können ja bestimmte, wenn Sie ODs eingetragen haben, und ich gehe jetzt einfach mal in meine Software, wenn ich Sie jetzt nicht richtig verstanden habe, sprechen Sie mich gern nochmal an über E-Mail. Das heißt, ich kann natürlich, wenn ich jetzt hier in meiner Software bin, kann ich hier zusätzliche Kolonnen einfügen und könnte dann bestimmte Multiplikationen machen über den Mean-OD. Man könnte hier auch ganz einfache Multiplikation machen mit meiner Kolonne Concentration oder könnte einen bestimmten Extinktionsfaktor hier dazufügen, um dann auf eine bestimmte Konzentration zurückgreifen zu können. Das waren alle Fragen, soweit ich sie sehen kann. Und damit möchte ich schließen. Das heißt, wenn Sie noch weitere Fragen haben, würde ich Sie bitten, mich per E-Mail zu kontaktieren über die E-Mail-Adresse infobox.eu@moldev.com.
Jetzt sehe ich, dass noch weitere Fragen reinkommen. Einen Moment bitte. Die, für die Softmax Pro 6 wird die GXP-Version etwa im August oder im September ungefähr um den Dreh im Herbst rauskommen. Sie können uns gern nochmal, Sie können mir gern Ihre Details hinterlassen und mir gern eine E-Mail schreiben, sofern Sie an der GXP-Version interessiert sind. Sie wird im Moment getestet und sollte bald rauskommen, sodass auch sie, die für Sie dann verfügbar ist. Und zu der Frage mit dem OD und den Standards würde ich mich gern mit dem Kunden nochmal separat unterhalten, um es besser zu verstehen. Und dann bedanke ich mich für Ihre Teilnahme. Hoffe, ich konnte Ihnen hier weiterhelfen. Und wenn Sie, wie gesagt, weitere Fragen haben, kontaktieren Sie mich gern über die E-Mail-Adresse. Und wir werden Sie informieren, sobald wir noch weitere Webinare zu Softmax Pro veranstalten. Vielen Dank.